auch wunderschönen guten Morgen. Wir sitzen mittlerweile schon wieder am Strand. Heute ist echt mal schön. Milli, Imo. Hallo. Jo. Zeche haben wir schon mal gezahlt heute. Abrechnung ist gemacht. Das heißt, morgen kannst du dann einfach ans Abbauen gehen. Heute genießen wir nochmal den schönen Tag hier. Sicht ist wieder toll. Man sieht die Berge. Na, jetzt hoffen wir, dass noch die Sonne sich ein bisschen mehr zeigt und dann wird geplanscht. Ich versuche gerade auf dem Berg, da ist irgendwas. Ich aber ohne Stativ, das ist viel dran zu zoomen. Nicht, nicht wackeln, Emmy. Nicht wackeln, nicht wackeln. Das ist schwierig. Jetzt haben wir 5:30. Wir sind vom Strand zurück, haben jetzt den ganzen Tag eigentlich oder den ganzen Nachmittag dort verbracht. Schön gebadet, schön geplanscht, das schöne Wetter genossen. Ja, und jetzt werden wir als letzten Abend heute noch mal ein bisschen grillen. Ich habe mir so einen Einweggrill gekauft. Und da werden wir uns ein paar Steaks und Spieße schmecken lassen. Und den Abend einfach heute ausklingen lassen, schon ein bisschen anfangen, was zu packen, dass es morgen dann alles zügig geht. Weil morgen ist schon der letzte Tag und morgen bauen wir alles ab und fahren nach Hause.
So, der kleine Grill hat es doch dann irgendwie geschafft, alles fertig zu kriegen. Braucht einfach immer ein bisschen Zeit. Und schmeckt es dir, Emmy? Ne? Schmeckt es dir, Emily? Mhm. Mir auch. Wie nennt man was Braunes, was untergehen kann? U-Brot. Ja, wir sind schon im Relax- und Chill-Modus, Emily. Hörspiel und Mount. Ich habe schon ein bisschen hier die Ecke frei gemacht. Den Küchentisch abgebaut. Und, ja, ein paar Sachen schon weggeräumt. Und jetzt sollen wir noch ein Spiel spielen und dann den Abend schön ausklingen lassen. Ja, guten Morgen. Es ist jetzt so 9 oder so. Bin schon mitten im Abbauen. Hinten im Zelt ist schon weg. Matten sind schon weg. Emily hat schon gefrühstückt. Ich bin gerade am Schlafsäcke einwickeln. Ja, geht voran. Decken wir rechtzeitig und locker fertig. Jetzt geht es halt nach und nach, die Sachen ins Auto zu laden. Und ja, dann schauen wir mal, wie viel Uhr es noch ist, was wir dann treiben. Eben haben wir die Schranke passiert. Wir sind draußen sozusagen, wie die Rapper sagen würden. Jo, ich bin draußen, alle. Oder wie der Stefan sagen würden. Ne? sagen würde. Ja. Jetzt geht's auf den Heimweg. Jetzt haben wir kurz vor 12, also wir haben jetzt ungefähr 2,5 Stunden. Oder ich habe 2,5 Stunden im Einladen gebraucht. Emily hat ja gechillt in der Sonne und im Schatten. Ne? Und am Strand geht's noch auf dem Klo. Ja, genau. Genau, also 2,5 Stunden. Jetzt brauchen wir noch 2,5-3 Stunden, bis wir daheim sind, also für die Heimfahrt. Und ich denke mal, dass wir zwischendrin irgendwo mal anhalten, vielleicht eine Rast machen, was essen. Und ja, auf deiner Seite, vielen Dank. Und dann heißt es nachher den ganzen Spaß wieder ausladen, ausräumen, sauber machen. Das wird bestimmt schön. Ich hab dich so vermisst.